Pressekonferenz, 9 Minuten. Komm doch, komm mit. Stimmt, die können wir uns angucken. Moment. Mal gucken, was die sagen zum Spiel. Zwischen Delay Sports Berlin und dem BFC Dynamo. Vor ausverkauftem Haus im Sportforum sahen wir ein 0:12. Unserem Gästetrainer in dem Fall, Dennis Kutrieb, zuerst die Möglichkeit, sein Fazit zu ziehen. Bin ich der Gästetrainer heute? Ja. Stimmt. Auf dem Papier bin ich der Gästetrainer, habe ich aber nicht mit gerechnet. Also von daher, ja, erstmal herzlich willkommen an alle. Ich würde sagen, war ein großartiger Fußballnachmittag. Für uns natürlich auch im Ergebnis großartig. Unser Ziel war es, eine Runde weiterzukommen. Das haben die Jungs sehr gut gemacht. Ich denke, haben es auch erwachsen. Warum lacht ihr? Hä, warum lacht ihr? Bis zu Ende gespielt. Manchmal ist es ja... Das stimmt, Digga. Die haben einfach nach 5, 6, 7, 8, die haben immer weitergemacht, ne? Fußball so, jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß das und kennt das, wenn man ein paar Tore Vorsprung hat, in die Halbzeitpause reingeht, dann wieder rauskommt, dann ist meistens der Wurm. Dann chillen die ein bisschen und so, die haben es gar nicht drin. Das war in unserem Fall nicht so, wir haben direkt weitergemacht und haben auch nicht aufgehört bis zum Ende. Das war auch die Vorgabe an die Jungs, von daher bin ich sehr, sehr zufrieden mit ihnen. Am Ende ist es auch immer so im Fußball, man kann nicht mehr machen als eine Runde weiterkommen. Das haben wir sehr gut gemacht, können uns jetzt wieder auf die Liga fokussieren, müssen zusehen, dass wir das halt in der Liga da auch besser machen, sodass wir noch mehr Erfolgserlebnisse gemeinsam als Team einfahren können. Ich bin jetzt nächsten Freitag schon gegen Hertha 2, wird auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Ja, euch beiden und allgemein Delay Sports wünsche ich alles, alles Gute. Ich denke, ihr habt ja einen großen Teil dazu beigetragen, dass es ein hervorragender Nachmittag war. Sportlich, klar, wahrscheinlich hätte man sich schon irgendwie gewünscht, dass da noch das ein oder andere geht. Aber am Ende des Tages trotzdem Kompliment an alles. Aber sehr gut geredet, oder? Was ihr da so macht und veranstaltet. Ich denke auch, dass ihr auf jeden Fall aufsteigen werdet. Von daher macht genauso weiter und alles Gute für euch. Dankeschön, Dennis. Ja, kommen wir zu den Trainern von Delay Sports, Andreas Schild und Kevin Panewitz. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Ja, also erstmal danke, dass wir hier sein durften, dass ihr uns die Orga abgenommen habt, dass wir hier wirklich ausverkauftes Haus hatten. Das ist für uns als kleiner Kreis. Mann, Digga. Ja, Verein, es ist schon mega, vor 4.500 Zuschauern zu spielen. Ich fand die erste Halbzeit von uns, fand ich noch ganz okay. Da haben wir phasenweise auch gar nicht so schlecht mitgespielt. Leider ist es nicht so gekommen, wie wir es gehofft hatten, dass nach der Pause der Schlendrian bei euch einkehrt. Dem ist es nicht so gewesen. Boah, was für ein Blick der drauf hat, aber... Ihr habt es durchgezogen und in der zweiten Halbzeit einfach mal die Grenzen gezeigt, wo es bei uns fußballerisch halt noch nicht weitergeht. Gerade im läuferischen Bereich sind wir komplett unterlegen und ihr habt euren Stiefel bis zu Ende runtergespielt. Ich habe gehört, bei 11:0 war das Ziel, um da dann trainingsfrei zu bekommen. Das ist natürlich eine Motivation, die kann ich ja meinen Jungs gar nicht bieten, weil wir gar nicht so oft Training haben. Aber das hat anscheinend gefruchtet bei denen. Boah, Bruder, er macht mir irgendwie Angst, ja. Das haben die wirklich durchgezogen bis zum Schluss. Die zweite Halbzeit waren wir komplett unterlegen, Alter, gewesen. Die erste Halbzeit fand ich gut. Wir haben kleine Fehler gemacht, wo man dann den Unterschied zwischen Regionalliga und Kreisliga sieht, die dann dazu führen, dass ihr zur Halbzeit 5:0 verdient geführt habt. Aber das fand ich nicht in Ordnung. Über die zweite sind wir, glaube ich, als Trainerteam ein bisschen enttäuscht. Und unser Fokus gilt halt natürlich der Kreisliga, dass wir dort aufsteigen. Nächstes Jahr in der Bezirksliga spielen. Nächste Woche haben wir auch wieder ein Auswärtsspiel. Und da ist der volle Fokus drauf. Oder der gar keine Grimasse, nichts. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Du hast vieles gesagt, Andi, was richtig ist. Man merkt halt, ja, heute haben wir mal gesehen, wie man eigentlich Fußball spielt, ja, wie sauber man spielen kann. Wir haben immer viel, also wir, Delay, gerade ein paar Spiele, so ganz kleine Basics-Fehler, Annahme, Spielfortsetzung, wo wir dann noch arbeiten müssen. Ja, wir sind Kreisliga A, wir trainieren zweimal die Woche und probieren es umzusetzen. Klappt noch nicht so gut unter Druck, wie den wir heute auch so bekommen haben. Mir hat sehr, sehr gut gefallen, wie Dynamo gespielt hat, wie sauber sie gespielt haben, wie einfach, durch einfache Laufwege sie gespielt haben. Also ich werde das Video nehmen und werde mir da auf jeden Fall ein, zwei Sachen abgucken. Oder der verändert sich halt auch nicht, ne? Der verändert sich auch nicht, der Blick. Das ist geistkrank. Von Dennis, weil ich gerade finde, auch ich habe ein, zwei Spiele analysiert, die Halle war unnötig, die Niederlage.
ihr spielt einen guten Ball und ich sage, ihr könnt auf jeden Fall die Saison auf jeden Fall noch mit oben mitspielen, das glaube ich, nach dem, was ich gesehen habe und auch heute gesehen habe. Ja, da noch viel Glück in der Saison und wir können uns jetzt auf Kreisliga A-Fußball konzentrieren. Danke. Ja, danke schön. Gibt es seitens der Pressevertreter Fragen an die Trainer? Eltern, mein Bruder, danke schön für 30. Vielen, vielen Dank. Kuss. Ja, aber egal. Fange ich mal an. Michael Färber, Berliner Morgenpost. Hallo zusammen. Eine Frage an Andreas Schild. Was kann man denn aus dem Spiel mitnehmen für die Zukunft? Das meint jetzt nicht nur den Rest dieser Saison, sondern grundsätzlich für die Entwicklung von Delay Sports. Naja, also für uns ist es natürlich hier sowas, um sowas zu sehen, wo wir hinkommen wollen. Also da arbeiten wir dran. Kevin macht da viel im taktischen Bereich, dass er die Jungs probiert zu schulen. Na, hat wohl nicht so geklappt. Mit 12 Küchen. Nein, es war Spaß. Das ist natürlich schwer bei zweimal die Woche Training auf einem halben Platz. Kannst halt vieles nicht umsetzen. Gerade dann auch im konditionellen Bereich haben wir dann Probleme. Aber insgesamt... Ja, ist ja normal, aber kannst doch nicht in einer Kreisliga-Truppe, wo 80% nur zum Spaß hinkommt, alle gehen arbeiten, da kannst du doch gefühlt gar nicht. Du kannst gar nicht auf diesen, du kannst nicht mal ansatzweise auf den Fitnesszustand von einer Regionalligamannschaft kommen. Kannst du gar nicht. Wir wollen einfach nur Spaß haben. Wir haben zweimal die Woche Training und dafür macht Panne das richtig, richtig gut. Also dafür macht das richtig gut. Das war heute schon viel, wo man sich was abgucken kann. Da möchten wir gerne hin. Vielleicht reden wir in 10 Jahren nochmal, ob wir dann da sind. Aber so lange wird es bestimmt erstmal dauern. An sich nur eine Ergänzung zu dem, was eben gefragt wurde. Nicht ganz ernst gemeint, aber trotzdem muss man es mal machen. Aufgrund des Hypes vorher wurde ja immer gesagt, Mensch, übrigens denkt daran, wir trainieren nur 2-mal in der Woche. Ja? Gab es denn diesmal eine Ausnahme vor diesem Spiel? Gab keine. Hä, das ist eine Frage. Eine Ausnahme. Und wir haben uns auch nur, haben wir uns Freitag? Wir haben uns eigentlich auch nicht wirklich mehr darauf vorbereitet. Also Freitag haben wir ein bisschen was gemacht, aber für uns zählt die Liga. Also das ist die Sache. Erstmal gemacht. Ach so, ja, 40 Diagonalläufe, weil wir mit der Leistung der Jungs nicht zufrieden waren letzte Woche. Weil wir zweistellig gewonnen haben, so wie die, und das ist es auch wieder, dieser Männerunterschied, wie Dennis auch sagte, die haben es zu Ende gespielt wie Männer. Ja, wir gehen mit 5-0 in die Halbzeit bei uns und spielen 6-1. Ja, aber wir sind auch Kreisliga und die sind Regionalliga. Ich verstehe den Ansatz, aber ja. Die hauen uns. Bei uns sind die halt nicht so heiß, dass wir sind nicht so heiß, dass wir halt ein nach 5-0 rauskommen und bob. Manche chillen einfach bei uns. Noch 7 Kirschen hinterher und hätten noch weitaus mehr sein können, weil sie es wie Männer spielen. Ja, wir Digga, der Chat hier ist gerade geisteskrank. Wir sind halt, was Fußball euch angeht, halt keine richtigen Männer, weil wir uns mit sowas dann auch zufrieden geben, obwohl mehr drin ist. Ja, und wir hatten gesagt, zweistellig, sonst laufen wir. Da wurde Dienstag erstmal 40 Diagonale gemacht, bin zwar kein Fan von, aber wenn man was sagt, sollte es auch ab und zu mal durchziehen. Und Freitag haben wir uns dann ein bisschen darauf vorbereitet, aber wir sind auch realistisch oder Realisten und war klar, dass es schwer wird heute. Gibt es noch weitere Fragen seitens der Pressevertreter? Da frage ich doch mal, die Innenverteidigung in der ersten Halbzeit, war das schon ein bisschen ein Fingerzeig zum Hertha-Spiel, fürs Hertha-Spiel? Ja, muss man mal abwarten. Ich meine, Fakt ist ja, dass uns ein Innenverteidiger verletzt ausfällt, wo wir noch nicht genau wissen, ob er bis nächste Woche... Digga, muss die schreiben, ja. Ich kann nicht mehr. Ach, Digga. Ihr seid doch geisteskrank, ja? Auch wieder fit wird, einer ist gesperrt. Von daher müssen wir uns das einfallen lassen. Werden wir schauen. Hab heute ja, wie gesagt, auch da hin und her gewechselt ein bisschen, um mal zu schauen. Und jedem auch die Chance zu geben, sich zu zeigen. Ich meine, ich bin noch nicht so lange dabei. Und viele haben ja noch gar nicht richtig die Chance gehabt, sich mal im Spiel zu zeigen. Die paar Minuten, die dann bekommen haben, wenn sie mal eingewechselt werden oder es ist schwer, dann immer nur über Trainingsleistungen, ist natürlich erstmal der
ja, der Grundsatz, um sich anzubieten, um überhaupt Minuten zu bekommen. Aber jetzt gerade heute hat man ja auch gesehen, für ein El Abed oder auch für ein Liebelt sind das wertvolle Minuten, die sie da sammeln können. Selbst ein Timo Friedrich hat heute mal ein paar mehr bekommen, wo wir dann halt schauen müssen, was könnte jetzt die beste Option sein Richtung Hertha. Weil eins ist Fakt, das wird natürlich eine schwere Aufgabe. Die haben eine gute Qualität, wenn es nach vorne geht. Und dementsprechend müssen wir da auch eine gute Aufgabe oder eine schwere Aufgabe lösen und brauchen da auch einen guten Plan. Und von daher wollte ich heute mal ein paar Optionen sehen, um dann meine Schlüsse draus ziehen zu können. Ich sehe es nicht der Fall. Dann hier noch die Hinweise. Der das war's. BFC fragt den so. Okay. Gut. So, meine lieben Freunde.